So, damit wäre jetzt eben auch der zweite bzw. der nächste Schritt abgeschlossen, nämlich die Installation dieser Führungsschiene. Kann man ja hier sehen, die befindet sich jetzt eben an der Decke, an der Stelle der alten Schiene. Ich konnte tatsächlich sogar die Bohrlöcher hier größtenteils wiederverwenden. Das heißt, ich habe hier die Löcher aufgebohrt, ich habe Dübel verwendet, aber im Wesentlichen konnte ich dieselben Bohrlöcher glücklicherweise verwenden. Und ich habe jetzt hier eben mit diesen Blechen, die ich auch zuvor gezeigt hatte, diese Schiene an mehreren Stellen in die Decke geschraubt. Hier vorne, das ist nochmal etwas anders, nämlich insofern, als dass es hier eben so ein Sturzgelenk gibt, so ein extra Teil. Und auch dafür musste ich nochmal neue Löcher bohren. Aber im Wesentlichen sitzt die Schiene jetzt eben an der Stelle der alten Schiene. Und insofern ist das wenig spektakulär. Ich habe auch hier schon mal in einem weiteren Schritt diesen Mitnehmer für das Tor hier installiert. Das passende Zugehör liegt eben da auch bei. Da gibt es so einen Bolzen mit so einer Federklemme hier, damit das eben alles in Position bleibt. Und auch die Schnur habe ich hier schon mal installiert, um den entriegeln zu können, um das eben mit der Hand zu bedienen zu können, das Ganze. Das werden wir auch gleich nochmal brauchen für das Einstellen der Endlagen. Und der Antrieb wiederum, der sitzt jetzt hier auf der anderen Seite. Kann man hier jetzt sehen, das Kabel hängt hier noch lose herum. Das heißt, es ist noch nicht in Betrieb genommen. Auch das wird eben einer der nächsten Schritte werden. Und insgesamt, ja, ist jetzt alles wenig spektakulär, aber gerade die Montage dieses Antriebs, das ist doch ein bisschen fummelig gewesen, einfach weil bei mir, man muss ja halt von der Reihenfolge aufpassen, dass man das richtig macht, denn die Schrauben für den Antrieb, die werden eigentlich von oben eben angezogen. Es gibt hier seitlich auch noch die Möglichkeit, das mit einem Schlüssel eben zuzuziehen. Aber da gibt es eben dieses Blech, was von oben gegen das Profil festgeschraubt wird. Und ja, dadurch, dass bei mir eben von oben kein Platz ist, wie vielleicht in einer anderen Einbausituation, war das ein bisschen fummeliger. Aber alles in allem, alles wenig spektakulär und überhaupt kein Problem. Bevor der Antrieb jetzt gleich in Betrieb genommen werden kann, gibt es noch einige Kleinigkeiten zu erledigen. Zum einen gibt es hier nochmal solche Teile, die dafür gedacht sind, dass man die Endlagen in der Führungsschiene mechanisch nochmal vorgibt, beziehungsweise halt, dass er an der passenden Stelle in der Führungsschiene einsetzt. Also das wird hier wirklich in die Führungsschiene geschraubt, wird dort durch diese Verschraubung eben fixiert. Und das sorgt einfach dafür, dass dieser Führungsschlitten sowohl in der Torposition auf als auch in der Torposition zu blockiert wird. Das hat einfach den Grund, dass man hier sicherstellen möchte, dass es nicht durch einen Fehler des Antriebs, beziehungsweise durch irgendwelche mechanischen, ja, Toleranzen, die man hat, wenn sich da im Sommer und im Winter irgendwas dehnt und dementsprechend der Motor nicht ganz genau weiß, wo das Tor jetzt steht, dass es da einfach ganz sicher ja, abgestellt wird oder man halt einfach sicher in die Endlage kommt. In der Position Tor zu gibt es auch hier nochmal so einen Haken innerhalb des Führungsschlittens, der dann da eben einhakt, der das auch nochmal zusätzlich verriegelt. Und insofern ist das schon wichtig, dass einzustellen. Grundsätzlich der Antrieb, der hat natürlich irgendwie so eine Art Schrittmotor oder über die Laufzeit kann der einfach über so eine Widerstandsmessung auch so ein bisschen feststellen, wo das Tor sich befindet. Der wird auch feststellen, im Idealfall, wenn das Tor jetzt da unten gegen den Boden läuft, kriegt natürlich auch mit, dass da Widerstand ist und schaltet ab. Aber das ist einfach nochmal eine zusätzliche Blockade, nochmal ein zusätzliches ja, Sicherheitsnetz, damit da wirklich nichts schief geht. Diese Bleche für die Endlagen, die werden jetzt wirklich einfach in das Führungsprofil eingesteckt, bloß. Ich habe das eben, weil ich nur eine Hand habe, jetzt hier abseits der Kamera machen müssen. Die kann ich jetzt aktuell auch noch hier ganz lose herumschieben. Das ist auch gewollt so. Denn ich werde jetzt das Tor manuell bedienen. Einmal eben aufmachen, einmal zumachen. Jeweils in der Endlage dann diese Stopper eben einschrauben. Und dann kann man auch wirklich zur Inbetriebnahme übergehen, beziehungsweise dann eben zu den nächsten Schritten übergehen. So, damit wäre jetzt auch dieser Schritt eben abgeschlossen. Ich habe jetzt sowohl in der Tor-Zu-Position als auch in der Tor-Auf-Position eben diese Endanschläge hier montiert. Die werden dann nochmal festgezogen durch die zwei Schrauben und sorgen halt einfach, wie gesagt, dafür, dass sich das zwar in der Führungsschiene bewegen kann, dass es aber hier
wohl definierte Endpunkte gibt. Und gerade im Fall des geschlossenen Zustandes gibt es ja hier nochmal diesen Haken, der sich da eben einhaken kann, der einfach dafür sorgt, dass man das Garagentor nicht einfach aufziehen kann. Ist nochmal eben ein zusätzlicher Einbruchschutz. Und neben der Endlage hier wiederum gibt es so ein Gummipolster, damit das auch jetzt hier nicht ganz abrupt endet, sondern dass das hier so ein bisschen nochmal ein Polster gibt und eben nicht Metall auf Plastik knallt. Und prinzipiell wäre jetzt eben alles soweit vorbereitet, um den in Betrieb zu nehmen. Also dafür würde man jetzt den Antrieb einfach hier in den Strom stecken. Was ich jetzt allerdings in meinem Fall noch machen möchte, bevor ich jetzt eben zur Inbetriebnahme übergehe, ist die Montage von einer Lichtschranke. Und hier ist einfach der Hintergrund, dass ich das Garagentor auch automatisch schließen lassen möchte. Das heißt, wenn ich das Garagentor öffne, mit dem Auto herausfahre, dann soll sich das nach 20, 30, 40 Sekunden einfach automatisch schließen, damit man das nicht vergisst und dass man sich da nicht jedes Mal Gedanken drum machen muss. Das ist auch rein von der Logik her natürlich überhaupt kein Problem. Der Antrieb, der kann das Tor natürlich auch schließen. Allerdings ist das jetzt aufgrund von Sicherheitsvorgaben so einfach nicht möglich, denn es wird wieder laut irgendeiner Vorschrift eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme gefordert, zusätzlich zu der Sicherheitsmaßnahme des Antriebs selbst. Also der Antrieb hat eine Widerstandserkennung. Das heißt, wenn man da jetzt irgendwie ins Tor reinrutscht oder ein Kind da reingerät, dann sollte der Motor das schon merken, dass jetzt der Widerstand groß wird und schaltet irgendwann mal ab. Aber falls das irgendwie nicht zuverlässig funktioniert, dafür braucht es halt einfach eine zweite Sicherheitsmaßnahme. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. In meinem Fall wird das jetzt eine Lichtschranke werden. Das heißt, ich werde jetzt hier im Einfahrtsbereich eben eine Lichtschranke installieren auf beiden Seiten. Dafür muss ich hier auf der Seite nochmal ein bisschen aufräumen. Und dann kann dann einfach, wenn die Lichtschranke unterbrochen wird, auch nochmal der Motor kriegt das Signal, hey, hier passt was nicht, halt bitte an. Insofern werde ich auch die noch installieren und dann eben erst in die Inbetriebnahme übergehen und dann kann ich das in einem Rutsch soweit machen. Die Lichtschranke selbst, das ist im Prinzip auch jetzt ganz einfach. Das sind zwei solche, ja, in meinem Fall zumindest, zwei solche Kästchen. Da, wenn gut man das sehen kann, da ist halt irgendwie so ein Filter nochmal davor. Da kommt dann wahrscheinlich irgendwie Infrarotlicht oder irgend sowas heraus durch eine Infrarotdiode oder so. Gehen wir davon aus. Und auf der anderen Seite gibt es den Empfänger dazu, wobei ich weiß jetzt gar nicht, was da der Empfänger, was das der Sender ist. Das ist Original Hörmann-Zubehör. Die haben das auch in verschiedenen Ausführungen. Ich habe jetzt hier EL301, müsste das sein, kann man hier jetzt eben sehen. Gibt es eben auch in anderen Ausführungen. Da geht es dann darum, ist das Zeug innen für die Innenaufstellung, für die Außenaufstellung, wie gut und robust funktioniert das in Verbindung mit Sonnenlicht und Sonneneinstrahlung. Und ja, es kostet dann auch ein bisschen mehr oder weniger. Spielt aber am Ende keine Rolle. Die Logik ist die gleiche und man muss das auch ungefähr gleich installieren, nämlich jeweils halt irgendwie im Einfahrtsbereich seitlich beim Tor. Und das ist jetzt dann eben in meinem Fall jetzt der nächste Schritt.
Auch der nächste Schritt wäre damit erledigt, nämlich die Montage der Lichtschranke bzw. halt des Senders und des Empfängers. Also das besteht aus zwei Einheiten. Die kann man im Übrigen anhand der LED unterscheiden, die sich hier drinnen findet. Also man kann dieses Gehäuse hier öffnen, findet dort eine Platine. Auf dieser Platine ist eben entweder eine rote oder eine grüne LED. Und ja, wie wird das Ganze montiert? Das steht hier eben, wird in den Boden geschraubt an so einem Blech. Das ist einfach so ein L-Winkel hier. Und dann an dem Winkel selbst ist halt diese Einheit montiert. Die ist mit so einer Flügelschraube hinten fixiert. Man kann das Ganze verstellen. Und das Handbuch gibt so ein bisschen vor, auf welcher Höhe, in welchem Abstand man das montieren soll. Man kann das Ganze jetzt auch nochmal rotieren. Das heißt, wenn die sich jetzt nicht genau anschauen, dann kann man das hier jetzt, dadurch, dass es zwei Schrauben sind und dadurch, dass das hier eben so ein recht breites Loch ist, kann man das Ganze auch nochmal so ein bisschen drehen, rotieren und einstellen. Und sobald das Ganze mit Strom besorgt ist, sollen wohl auch die LEDs sind ein Indikator dafür, ob eben hier eine Funkverbindung oder eine Lichtverbindung besteht, beziehungsweise halt auch nicht. Und ja, soweit ist jetzt eben hier alles vorbereitet. Und jetzt geht es im nächsten Schritt eben darum, das Ganze Richtung Motor, Richtung Antrieb zu verkabeln. Das ist eine einfache Zweidrahtverbindung. Das ist jetzt eben der nächste Schritt. Da mache ich mich jetzt mal drüber. Ich werde das Ganze jetzt erstmal provisorisch nur anschließen und später muss man sich halt überlegen, wie man diese Leitung dann sauber verlegt, damit das dann nicht stört, nicht beschädigt wird und so weiter. Aber ich möchte jetzt erstmal sicher gehen, dass das soweit alles eben funktioniert. Man kann es vielleicht an den herunterhängenden Kabeln hier hinter mir schon erahnen. Auch diesen Schritt habe ich hier erfolgreich abgeschlossen. Zumindest hoffe ich das, denn ich habe das Ganze eben nach wie vor noch nicht in Betrieb genommen. Das wird sich erst ganz zum Schluss herausstellen, wie gut oder ob überhaupt das Ganze funktioniert. Jedenfalls ist es nun so, dass sowohl der Sender als auch der Empfänger eben über diese einfachen zwei Drahtkabelleitungen eben mit dem Antrieb verbunden sind. Das kann man hier jetzt eben sehen. Und der Antrieb, der hat eben hier so ein Fach. Da war eine Klappe zuvor, die kann man abstecken und dann kann man hier eben Zubehör anschließen. Und ich habe hier jetzt eben unter anderem diese Lichtschranke angeschlossen. Das Ganze ist dem Handbuch zu entnehmen, wie da was anzuschließen ist. Es gibt auch viel mehr Zubehör noch. In meinem Fall, das ist mit SE1 beschriftet. Das steht wohl hier für Sicherheitseinrichtung 1. Die beiden Einheiten sind auch parallel geschaltet. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die hier irgendwie ein spezielles Protokoll sprechen oder ob die einfach nur die Spannung irgendwie nach unten ziehen, wenn was im Weg steht, das weiß ich gar nicht. Unabhängig davon, wie gesagt, im Handbuch ist das so beschrieben und man kann hier eine Reihe von weiterem Zubehör anschließen, Schlupftürkontakte und vieles mehr, irgendwelche Impulstaster und so weiter. Und auch, soweit ich weiß, meine Schnittstelle, mein KNX-Gateway wird nachher hier angesteckt. Aber ich glaube, wir sind jetzt zumindest mal so weit, dass wir das Ganze in Betrieb nehmen können und eben mit den verschiedenen Einstellungen herumspielen können. Das werde ich jetzt eben im nächsten tun, in einem weiteren Teil. Und daher hoffe ich, dass wir uns auch gleich wieder im nächsten Teil sehen. Bis dahin, ciao!